Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Heute beschäftigen wir uns einmal mit einem Tool, das uns dabei hilft, gesperrte Einträge in der Registry zu ändern. Wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast mit der Konfiguration deines Betriebssystems, dann ist das Thema Registry für dich vielleicht neu. In der Registry werden alle Einstellungen des Betriebssystems und sehr vieler Programme hinterlegt und deshalb kannst du bestimmte Änderungen auch nur in der Registry durchführen. Die Registry öffnest du ganz einfach über den Befehl regedit und zwar über das Ausführenfenster, das du mit der Tastenkombination Window eröffnest. Im Ausführen-Dialogfeld gibst du dann ganz einfach den Befehl regedit ein, der die Registry für dich öffnet. In der Registry sind verschiedene Rubriken angeordnet, die ganz bestimmte Bereiche deines Computers oder des Users betreffen. Und in diesen Rubriken gibt es aber tausende, Millionen Einträge, die diverse Einstellungen konfigurieren. Wenn du mal ein Problem hast am Computer und dann nach einer Lösung suchst, findest du mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp, der sich auf Einstellungen in der Registry bezieht. Jedoch können diese Tipps dann alle nicht durchgeführt werden, weil es nämlich hier auch eine Menge Einstellungen gibt, die du nicht einfach so ändern kannst. Dafür reicht dann nicht einfach das Öffnen der Registry als Administrator, sondern du brauchst dafür ein spezielles Tool, mit dem du gesperrte Einträge bearbeiten kannst. Das werde ich dir mal kurz demonstrieren, und zwar an einer Einstellung, die den Windows-Datei-Explorer betrifft. Hier möchte ich einmal die Anzeige des Schnellzugriffs entfernen. Was ist der Schnellzugriff im Datei-Explorer? Öffne einfach mal ein Explorer-Fenster. Und dann findest du hier im linken oberen Bereich die Rubrik Schnellzugriff. Über den Schnellzugriff kannst du auf vom System bereitgestellte Speicherorte zugreifen bzw. eigene hier hinterlegen. Manch einer benötigt das nicht. Dann kannst du diese Anzeige des Schnellzugriffs entfernen. Dies ist ein Eingriff in die Registry und standardmäßig ist diese Änderung nicht erlaubt beziehungsweise nicht von Window erwünscht. Das siehst du daran, dass wir uns jetzt einfach mal in den entsprechenden Registry-Schlüssel begeben, wo diese Einstellung versteckt ist. Da die Kennungen für diese Schlüssel teilweise sehr lang und kryptisch sind, habe ich diesen natürlich schon vorbereitet, um schneller dahin zu gelangen. Wenn du das Beispiel gern nachprobieren möchtest, dann findest du die Schlüsselbeschreibung auch in der Beschreibung unterhalb des Videos, sodass du diese einfach nur kopieren brauchst und dann in der Registry einfügst. Um schnell zu einem bestimmten Schlüssel in der Registry zu gelangen, klickst du einfach mal auf das Menü Arbeiten und dann Suchen. Hier kopierst du jetzt den entsprechenden Schlüssel hinein. Über den Button Suchen bzw. Weitersuchen wird dir nach ein paar Sekunden der entsprechende Schlüssel angezeigt. Jetzt sehe ich den entsprechenden Eintrag in der Registry vor mir und die Änderung, die ich vornehmen möchte, betrifft den Wert Attributes, dessen standardmäßig eingestellten Wert ich hier sehe. Bevor du irgendwelche Änderungen hier vornimmst, solltest du natürlich diese Einstellung sichern, damit du sie jederzeit wieder zurückschreiben kannst, falls etwas schief läuft. Die Sicherung in der Registry funktioniert relativ einfach. Um einen Schlüssel in der Registry zu sichern, klickst du diesen einfach einmal rechts an und sagst dann Exportieren, wählst ein entsprechendes Verzeichnis aus, wo du die Sicherung ablegen möchtest und vergibst einen Sicherungsnamen. Nun einfach die Sicherung speichern und bei Bedarf per Doppelklick zurückspielen. Wir können uns noch mal kurz angucken, wo die Speicherung abgelegt ist. Dazu begeben wir uns mal kurz zu dem Speicherort. Laufwerk I habe ich ausgewählt und die Sicherungsbezeichnung Sicherung Explorer schneller Zugriff. Möchte ich jetzt diese Einstellung wieder zurückspielen, dann brauche ich die Sicherung einfach nur doppelt anklicken
und die Rückspülung bestätigen. Aber jetzt wieder zurück zur Registry. Möchte ich also diesen Wert, diesen standardmäßigen Wert ändern, dann klicke ich einfach den entsprechenden Wert doppelt an und nehme die Änderungen vor. In meinem Fall muss ich einfach nur aus der 1 eine 6 machen und die Änderung bestätigen. Und wenn dann genau das passiert, was du jetzt hier siehst, dann hast du ein Problem, weil du die Änderung nicht vornehmen kannst. In diesem Fall brauchst du ein entsprechendes Tool, das gesperrte Einstellungen der Registry anpassen kann. Also nicht deprimiert sein, denn ich zeige dir jetzt, wie einfach es mit Hilfe eines ganz tollen Programmes funktioniert, gesperrte Einträge in der Registry anzupassen. Bestätige einfach die Fehlermeldung mit OK. Dadurch ist die Änderung natürlich nicht vollzogen und wir haben noch den Standardwert hier stehen. Das Tool, das wir nun verwenden, um gesperrte Einträge in der Registry ändern zu können, nennt sich Rack Ownership X. Und zwar ist das vom Hersteller Vinero. Das kannst du dir direkt beim Hersteller herunterladen, kostenlos natürlich. Öffne dazu deinen Browser und gebe die Seite von Vinero ein, http://vinero.com. Dann begibst du dich hier in den Bereich Downloads und nutzt im unteren Bereich das Suchfeld für die Downloads, um schnell das entsprechende Tool zu finden. Hier gibst du dann ein Rack Ownership X und sagst, suche die Downloads und er zeigt dir dann auch gleich das entsprechende Tool an. So, dann laden wir uns dieses noch schnell runter. Hier musst du jetzt ein wenig aufpassen, dass du nicht irgendeine Werbung erwischst, die dir irgendwelche andere Sachen zum Download anbieten. Denn der eigentliche Download-Link ist hier ein wenig versteckt. Scrolle einfach ein klein wenig nach unten und nutze hier diesen Link Download Rack Ownership X. Der Download wird dir als ZIP-Datei angeboten, deshalb speicherst du diesen einfach ab. Begibst dich in das Verzeichnis, wo du die gespeicherte ZIP-Datei abgelegt hast und öffnest diese. Standardmäßig hat Windows 10 ein ZIP-Programm integriert, das kannst du dafür nutzen. Ich habe für solche Zwecke bei mir 7-Zip installiert, das eine Menge an Optionen mehr bietet als das Standard-ZIP-Tool von Windows 10. Diese heruntergeladene ZIP-Datei entpacke ich jetzt einfach in ein Verzeichnis mit dem gleichen Namen. So, dann begeben wir uns mal in das Verzeichnis. Und jetzt nicht wundern, hier wird dir jetzt ein Windows 7 und ein Windows 8 Ordner angeboten. Wenn du Windows 10 nutzt, dann verwendest du das hinterlegte Tool im Ordner Windows 8 und die Variante x64. Das Schöne an Rack Ownership X ist, dass du das Tool nicht installieren musst. Du kannst es an einer Stelle in deinem System ablegen, wo du beispielsweise Systemprogramme aufbewahrst und rufst dieses dann immer nur entsprechend auf, wenn du es benötigst, um einen Eintrag in der Registry anzupassen. Also öffnen wir mal das Programm. Und wie du siehst, wird nun nach einem Schlüssel verlangt. Hier gibst du nun den Schlüsselnamen ein, beziehungsweise kopierst ihn vorher und fügst ihn dann ein, wo du gern die Berechtigungen für Änderungen setzen möchtest. Das geht am schnellsten, indem du dich nochmal kurz in die Registry begibst, mit Rechtsklick auf den entsprechenden Eintrag, den Menübefehl Schlüsselnamen kopieren verwendest. Dann begeben wir uns wieder zurück, fügen den Schlüssel ein. In diesem Bereich hier siehst du nun, wie die Besitzverhältnisse des entsprechenden Eintrages sind. Es gehört dem System und der Zugriff ist nicht erlaubt. Deshalb musst du jetzt den Besitz übernehmen und das geht ganz einfach über diese Schaltfläche hier. Damit hast du jetzt das Recht, die entsprechenden Einstellungen in diesen Schlüssel zu ändern. Das werden wir gleich wieder ausprobieren, indem wir uns in unsere Registry begeben.
Hast du den Registriereditor noch geöffnet, dann musst du diesen jetzt erst einmal schließen, denn damit die Einstellungen auch wirksam werden, muss der Registriereditor neu gestartet werden. Das machst du hier ganz fix über die Schaltfläche Öffnen im Registereditor. Und dann landest du auch gleich im entsprechenden Schlüssel. Nun wollen wir mal sehen, ob die Änderung funktioniert. Ich wollte den Wert 1 auf 6 ändern. Okay. Und siehe da, die Änderungen wurde übernommen. Prüfen kannst du das entsprechend im Explorer. Jedoch sind für viele Änderungen am Explorer ein Neustart notwendig. Deshalb werde ich jetzt einmal darauf verzichten. Du kennst jetzt also das Tool Reg Ownership, mit dessen Hilfe du gesperrte Einträge in der Registry anpassen kannst. Umso mehr du dich mit deinem Computer beschäftigst und individuelle Einstellungen vornehmen möchtest, umso häufiger wirst du wahrscheinlich einmal dieses Tool benötigen. Denn es sind unglaublich viele Einträge in der Registry vorhanden, die nicht einfach so geändert werden können. Ich hoffe natürlich, dass dieser Tipp dir bei deiner praktischen Arbeit mit Windows 10 ein wenig weiterhilft und hoffe, dich bald wieder bei einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com begrüßen zu dürfen. Tschüss, Thomas von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com.